Hallo, ihr Lieben, die Elli Neuber aus Münster. Das hier ist eigentlich eine Aerobic-Schnepfe. Wir haben uns gerade über unsere Fitness zusammen, unsere Fitness-Vergangenheit unterhalten und haben ganz viele Gemeinsamkeiten. Haben genau das Gleiche gemacht. Es ist herrlich. Schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Vielen, vielen lieben Dank. Ja. Du hast jetzt gerade gedreht, zwei Einheiten, eine Wirbelsäulendrehung, Genau, richtig? viele Twists, also nicht nur Wirbelsäule, sondern auch Becken und Beine und Arme und ja. Alles getwistet. Ja, Super. genau. Und eine Einheit mit dem Theraband. Genau. Bisschen was Knackiges. Schön. Ja. Ja, ich war gar nicht dabei, deswegen ich werde es mir gleich mal nachher mal angucken, oder wenn es Oh, bitte fertig ist. trainieren. Nachturnen. Natürlich, ich turne immer alles Turnen. nach. Ja. Ein Geheimnis. So, wie bist du denn zum Pilates gekommen eigentlich? Schon ewig machst du das, oder? Das war schon wirklich über 20 Jahre. Also, ja, Und also, das war eigentlich Zufall. Ich war total der Sportmuffel. Ich habe Sport gehasst. Ja, ich wollte mich nie bewegen. Ich fand das immer total doof. Und dann hatte ich natürlich zwei Bandscheibenvorfälle mit Anfang 20 und hatte Ui. nochmal zwei schwere Autounfälle, also als Fußgänger. Nein. Das war natürlich alles nicht so schön und dann konnte ich mich nicht mehr bewegen und war in einem desolaten Zustand. Und dann habe ich 89 in Paris mal Contrology gemacht, aber ich wusste natürlich nicht, was das ist. Ich habe einfach mitgemacht, ja, war für mich Gymnastik. Und später dann, als ich Pilates erfahren habe, nachdem ich diese Bandscheibenvorfälle gehabt habe, ist mir aufgefallen, Mensch, ich habe das ja schon gemacht. Aha. Ja, also widerwillig damals, wie gesagt, wollte ja keinen Was Sport machen. hast du denn in Paris gemacht? Da habe ich Au-pair gemacht. Ah, Ja, okay. und alle sagten, ich muss da jetzt hin zu diesem unglaublichen Tänzer und das ist total toll. Und ich Okay. wusste natürlich von nichts. Also damals meine Beziehung zu Pilates. Und dann hat mich dieses Pilates-Training tatsächlich davor bewahrt, also mich nicht mehr bewegen zu können, sondern es hat mich wieder aufgepäppelt. Dann hast du Unterricht genommen bei oder? Kann ich dir gar nicht mehr sagen. Das war ja so ganz an den Anfängen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Es kam so ganz, ganz knapp ins Studio damals. Und dann bin ich da hingelaufen, weil mir das irgendjemand erzählt hat. Ich weiß nicht mehr wie. Also ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern. Und dann habe ich irgendwann die erste Mattenausbildung bei Juliane Afram Ah, gemacht. Und das hat mich so geflasht. ja. Da wollte ich nur noch weitermachen. Ja. Also hört man ja häufig, ne, dass Ja. Leute, die eigentlich kein, also dann natürlich Verletzungen, dass Verletzungen einen dahin bringen, aber auch, dass Leute, die jetzt sich gar nicht so gerne bewegen, dann gerne Pilates machen. Obwohl das ja komisch ist, vielleicht weil es einen Sinn macht irgendwie. Ja, vielleicht, weil du, ja, weil es einen Sinn macht. Es macht doch alles einen Sinn. Sinn. Selbst die Ja, macht Aerobic-Zeit. Sinn. Selbst die Aerobic-Zeit. Du wolltest nicht drüber sprechen, aber Ja. auch die Aerobic-Zeit hat Ja, alles. Sinn. Wir machen Genau. da bald ein Video auch nochmal mit V-Step und Oh Jumping ja, Jacks und bitte, so. bin ich dabei. Sehr gerne. Das wäre Das schön. wäre super, Ja. genau. Pilarobic wahrscheinlich müsste man es heute nennen. Oh, da können wir eine Menge draus machen. Sind gar nicht schlecht. Pilarobic. Der neue Trend. Gerade eben kreiert, schon beim Trademark schon Ich wollte gerade drauf. sagen, schon klingelt die Kasse. Ach, Wahnsinn, was Ja. ich immer für Ideen Ja, habe. Wahnsinn. Und dann hast du die Mattenausbildung gemacht und hast dann auch unterrichtet. Genau, ganz viel unterrichtet. Erst in Gruppen und dann später Einzelcoaching gegeben. Also eigentlich fing das dann schon so an mit Einzelpersonen, weil ich so meine Erfahrung mit reinbringen konnte mit diesen Bandscheibenvorfällen. Und Ja. das war mir so wichtig, dass ich irgendwie denen auch so etwas auf den Weg geben konnte, den Klienten. Und es war ganz schön oder ist immer noch ganz schön, mache ich Schön, ja immer ja. noch. Und dann hast du aber noch mehr Ausbildung gemacht. Hast nicht nur die eine Mattenausbildung gemacht. Nein, ach, ich habe so viele Ausbildungen gemacht. Ich habe, wie gesagt, im Fitnessbereich, glaube ich, alles, was man so machen konnte und auch Rückentrainer. Und nach Pilates kam dann irgendwann das Yoga. Bei Spirit Yoga habe ich das gemacht, ganz großartig auch. Und deswegen heiße ich auch Pilates Loves Yoga, weil ich das sehr gerne kombiniere, weil ich das so schön finde. Ist das denn Pilates Loves Yoga? Ist das eine Reihenfolge? Oder könntest du auch nicht Yoga Loves? Ich habe ja zuerst Pilates Ah. gemacht und dann Ach so. Yoga-Ausbildung. Und Okay. deswegen heißt es Pilates Jetzt Loves ist hier Yoga. was, ne? Und ich fand damals bei dem klassischen Pilates fehlte mir so ein bisschen dieser öffnende Ja. Charakter. Und den wollte ich mit einbringen. Deswegen habe ich die Yoga-Ausbildung dazu gemacht, weil die ja sehr spirituell und sehr körperöffnend auch ist. Also nicht nur, ja. Und diese Kombination finde ich halt super spannend. Verstehe. Und ich habe in den Yoga-Klassen oft gemerkt, dass die Zentriertheit fehlt und dass man oft diese Zentrierung nicht mit angeleitet bekommt. Und dann dachte ich, eigentlich muss man das beides miteinander kombinieren. Ja. So,
Heute ist es schon wieder anders. Heute kommt die Zentriertheit natürlich auch vor. Ach, ja, ja. Also es gibt halt immer verschiedene Richtungen. Ja, ja, genau. Ja, dann habe ich noch Spiraldynamik Ausbildung angefangen, mein Basic gemacht. Jetzt mache ich im Sommer den Intermediate. Und das ist auch viel Arbeit, ne? Ja, aber das ist total spannend, weil wenn man das nochmal in die Pilates-Arbeit oder Yoga-Arbeit einbringt, macht das nochmal so viel mehr Sinn, wie du sagst, weil dadurch einfach die Gelenke wieder zurückfinden in die Ursprungsorte, ja, und dadurch einfach die Muskeln und Faszien mitkommen. Und ich finde, das zu erleben, ist auch tierisch spannend. Ja, das ist bestimmt gute Erfolge dann bei deinen Ja, gerade so, wenn die so verletzt sind, ne? Oder wenn Bandscheiben irgendwie schon in Mitleidenschaft gezogen oder wenn die Schultergelenke oder Handgelenke, wenn irgendwas als einfach aus dem Lot gerät, du kannst da ganz fein arbeiten, so wie so ein Feinmechaniker, wenn die Schrauben drehen und dann merkt der Klient, oh ja, Wahnsinn. Ja, so, ja. Und das finde ich halt so spannend dabei. Und da gibt es Beginner, Intermediate und Advanced? Genau. Mhm. Zuerst habe ich Yoga-Therapie nach Spiraldynamik gemacht, weil das mit dem Yoga in Verbindung kam. Und dann habe ich den Basic gemacht und jetzt will ich einfach weitermachen, weil es mich einfach so fixt. Ja. Damit fange ich erst gar nicht an. Weil ja, das ist ein so großer Weg. Ja, ja, das genau, ist wirklich, genau, da kannst du so viel auch machen. Ja. Man kann eigentlich ganz viel machen. Aber du hast auch noch andere Pilates-Ausbildungen gemacht? Ja, genau. Ich bin im Allegro ausgebildet von Polster. Bin auch für Polster Mentor für Allegro Pilates. Mentor heißt? Ich bringe sozusagen diejenigen, die in der Ausbildung sind und kurz vor der Prüfung sind, nochmal sozusagen den Feinschliff mit und gucke, ob sie so, wie sie jetzt ihre Übungen am Allegro ausführen können, auch prüfungstauglich sind. Okay, ja, spannend. Also ich gebe sozusagen so ein Häkchen und wenn nicht, dann nicht. Wo du jetzt deine Liebe hier zum Videodreh erfahren hast, machst du dann bestimmt bald eine Allegro-Session hier bei uns. Sehr gerne. Nachdem ich heute ein bisschen meine Nervosität ablegen konnte, komme ich gerne wieder und mache dann Allegro. Sehr gerne. Das ist lustig, dass du sagst, ich habe eine Pilates-Ausbildung gemacht, obwohl ich mich nicht sehr gerne bewegen mag. Und ich möchte aber zu euch zum Videodreh kommen, obwohl ich nicht gerne vor die Kamera mag. Das finde ich super. Ich stelle mich meinen Dämonen sozusagen und versuche geradlinig da durchzugehen und einfach das zu machen, wovor ich am meisten Angst habe. Sehr gutes Motto. Spitze. War da nicht noch eine Ausbildung? Nein. Habe ich was vergessen? Na, ich habe eine Ausbildung, ja, das ist ja schon ganz schön viel. Ja, ich habe jetzt hier Hard Facts. So verschiedene Ausbildungsrichtungen gucke ich mir immer gerne an. Genau, das, weil du warst schon mal hier im Studio als Bodymotion hier. Genau. Und auch das gibt hier dir. Also du bist so oder so. Nein, weil ich finde, alle Ausbildungsrichtungen haben ihre Qualität und ihr auch immer so ihren persönlichen Touch. Und ich mag es zu sehen, wenn jemand das Gleiche ganz anders unterrichtet. Und ich finde, wenn man das so auch an sich spürt, kann man ganz viel Neues erfahren. Ja, allein ein paar Worte erreichen dann ja nochmal ganz andere Hirnareale und damit auch den Körper anders. Und das finde ich halt so spannend. Deswegen gucke ich mir mal gerne vieles an. Ja. Deswegen finde ich auch gut, dass es Pilates for Friends gibt. And Friends. Pilates for Friends. And Friends. Pilates and Friends for Friends. Weil endlich kann man sich das anschauen, weil du kommst ja sonst nicht in so viele verschiedene Klassen, in so viele verschiedene Trainer. Man hat natürlich so seine was einem mehr liegt und das, was einem nicht so liegt. Und ich glaube manchmal, dass sich das aber auch immer mal wieder ändert. Absolut. Dass ich Sachen, die ich jetzt nicht so gut finde, durchaus in 3 Jahren oder 4 Jahren spitze finde. Also mir geht das so. Ich bin auch nicht so, das ist der eine richtige Weg. Man entwickelt sich ja. Ne? Du bist ja in so einem Flow. Wenn du nur so bist, dann kannst du ja gar nicht rechts und links gucken. Und das hilft dir ja nicht bei der Entwicklung. Sondern wenn du immer überall guckst und so, ist das super schön und spannend. Und mit einmal denkst du, ach guck mal, das fand ich vor Jahren total doof. Jetzt finde ich das mega. Manchmal macht es dann erst Sinn. Ja, es ist immer der richtige Zeitpunkt. Ja. Es kommt alles zum richtigen Zeitpunkt, denke ich. Ja. Und nochmal zurück auf Spiraldynamik. Du machst das selber mit deinen Kunden, aber du würdest das auch gerne, hast du mir vorhin erzählt, auch weitergeben, dein Wissen. Ja, sehr gerne.
Ich würde das gerne, wie es ja schon mit dem Medical Yoga gibt, ne, würde ich das vielleicht auch gerne als Pilates, Medical Pilates sozusagen weitergeben. Dazu muss man natürlich gewisse Bedingungen erfüllen. Und ja, vielleicht kommt das auch irgendwann. Vielleicht schaffe ich es, diese Bedingungen zu erfüllen. Ja, ja, also auf jeden Fall ist ja immer viel Arbeit sowas, aber sowas ist auch sehr, sehr lohnend, finde ich. Ja. Also Aus- und Fortbildungen sind... was einem doch nochmal was gibt auch, also nochmal einen Schritt. Das ist auch, das ist zum Beispiel was, wo ich total Angst habe. Dann, ich auch, aber... Und dann, und das, da habe ich auch gedacht, das musst du aber machen und es wird auch immer besser. Ja, ja, das ist so. Wenn man sich dem stellt, dann merkt man, die Angst war eigentlich gar nicht so begründet. Es ist aber gut, dass du Angst hast, dann kannst du daran wachsen. Ja. So. Gibt es noch irgendetwas, was du unserer Pilates-Community sagen möchtest? Macht weiter so, es ist alles super. Ich finde es toll, dass das so groß geworden ist und ich finde, es braucht immer noch mehr Plattformen für Pilates, damit es einfach nicht so in die Ecke geschoben ist, sondern eben genauso rauskommt wie zum Beispiel das Yoga jetzt, was ja omnipräsent ist, und ich wünsche mir, dass das Pilates eben auch diesen Weg nimmt. Also alle weiter so und toll seid ihr, macht das alle wirklich super. Ich liebe das. Du auch. Schön, dass du da bist und wir sehen ganz bald mehr von dir, hoffe ich. Ja, ich hoffe auch. Ich würde es mir wünschen. Dankeschön. Sehr gerne, ich danke dir, dass ich da war.